So, willkommen, liebe Menschen zu Hause an den Geräten, zu dem letzten Slot hier in der Aktionshalle der Roten Fabrik des diesjährigen Winterkongresses der digitalen Gesellschaft. Das Thema dieses Vortrags ist das DNS-System. DNS-System, wie jeder weiß, ist ein unverzichtbarer Bestandteil des Internets, wie wir es kennen und lieben. Allerdings ist diese Infrastruktur auch Ziel verschiedener Angriffe auf die Integrität von digitaler Kommunikation, zum Beispiel die völlig fehlgeleitete Implementation sogenannter Netzsperren von Regierungsseite beruht auf erzwungener Manipulation von DNS-Resolvern von Internetprovidern. Zum Glück gibt es alternative Resolver-Services und wir haben hier zwei Leute, die damit im Betrieb eines solchen, nämlich Quad9, beschäftigt sind und die beschreiben diesen Service und berichten von einem juristischen Angriff auf ihre Infrastruktur von einer anderen Seite, nämlich von der Content-Mafia, wage ich mal zu sagen. Also ich freue mich, hier begrüßen zu dürfen. Michael Hausting, der ist Competence Lead DNS und Domain Abuse bei Switch. Und Switch ist die Top-Level Domain Registry für CH und LI. Und Joschka Seelinger ist Rechtsanwalt bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. Bevor die beiden loslegen, nochmal der altbekannte Hinweis: Unterhalb des Stream-Windows auf der linken Seite ist ein Knopf, auf den Sie drücken können, um in den Chat zu gelangen. Im Chat kann man Fragen stellen, die hinterher nach dem Talk in der Q&A-Session beantwortet werden. Wenn die Q&A-Session vorbei ist, kann man auf den Knopf unterhalb rechts des Streaming-Windows drücken, wo es dann zu einem After-Talk-Diskussion führt, wo die beiden noch Fragen beantworten werden. Damit Bühne frei für Michael und Joschka. Ja, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank für die Einladung. Ich bin der Michael Hausting und ich werde heute Abend zusammen mit dem Joschka einen Talk im Namen von Quad9 geben. Wie schon gesagt, ich arbeite selbst für die Stiftung Switch. Switch ist auch eine gemeinnützige Stiftung. Wie hängt Switch und Quad9 zusammen? Möchte ich vorher kurz vorwegnehmen, dass das klar ist. Die Stiftung Switch ist zusammen mit Package Clearinghouse einer der Stifter der Quad9-Stiftung Schweiz. Das heißt, die Stiftung wurde letztes Jahr gegründet. Das werde ich noch erzählen, wie das vor sich ging. Außerdem finanziert Switch einen kleinen Teil des Betriebs von Quad9. Und Switch selbst hat dazu einen Auftrag von dem Bundesamt für Kommunikation im Rahmen des Vertrags über die CH-Registrierungsstelle, wo wir auch sichere und resiliente Resolver fördern sollen. Und in diesem Rahmen bin ich und auch Kollegen von mir, die wir momentan noch suchen, für Quad9 tätig. Außerdem ist Switch CERT, das ist das Computer Emergency Response Team von Switch, ein sogenannter Threat Intel Provider für den Quad9 Resolver. Das heißt, wir übermitteln zum Beispiel Phishing-URLs und Domains an Quad9, die dann dort gefiltert werden. Damit geht es eigentlich zu dem rekursiven Resolver von Quad9. Was ein rekursiver Resolver genau macht, da gehe ich mal davon aus, dass das die meisten wissen. Es gab auch schon Talks auf dem Winterkongress, glaube ich, vor 3 Jahren, wo die DGGS ihren eigenen rekursiven Resolver vorgestellt hat. Und heute geht es um einen Resolver-Dienst von Quad9. Quad9 ist ein kostenloser, offener, globaler, rekursiver DNS-Resolver-Dienst mit dem Fokus Sicherheit und Datenschutz. Das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied oder der größte Unterschied zwischen dem Resolver von Quad9 und der digitalen Gesellschaft, die ja die gleichen Ziele hat, dass der Dienst erstens global ist und zweitens, dass er auch Sicherheit als eines der Ziele hat und nicht nur Privacy wie der Resolver von der digitalen Gesellschaft. Das ist natürlich ein Bereich, wo es Spannungen gibt. Ich werde darauf kommen und insbesondere macht die Fähigkeit zu filtern diesen Dienst auch attraktiv für Angriffe, wie wir ihn dann im zweiten Teil hören, nämlich von Urheberrechtsinhabern. Quad9, das Ziel ist Sicherheit und Datenschutz für die Internetnutzer bei der Benutzung eines rekursiven Resolvers. Quad9 hat aber auch noch weitere Ziele als Organisation. Das erste ist eigentlich Best Practice vorleben und hoffen, dass die anderen das nachmachen, was sowohl was Datenschutz betrifft, als auch was die Sicherheit betrifft. Quad9 möchte
nicht unbedingt den Resolver-Markt übernehmen, sondern Quad9 denkt, dass ein verteiltes DNS-System Stabilität und Resilienz bringt. Und das ist auch eines der Ziele von Quad9, dass mit dem Vorleben von einem Betrieb eines alternativen Resolvers es hoffentlich viele Nachahmer gibt, sodass die Benutzer Alternativen haben. Quad9 versucht aktiv an Protokollen bei der IETF mitzuarbeiten und implementiert zum Beispiel die DNS Resolver Privacy Considerations, da werde ich später auch noch drauf eingehen. Außerdem versucht Quad9, auch wenn es eine Stiftung in der Schweiz ist, vor allem die weniger entwickelten Märkte zu versorgen mit Resolver-Diensten in der Schweiz oder prinzipiell in Europa gibt es eigentlich genügend Alternativen. Das sieht aber zum Beispiel in weniger entwickelten Internetgebieten in Afrika oder in Asien anders aus. Und deswegen versucht Quad9 eigentlich gezielt auch in diesen Ländern Resolver zu betreiben. Quad9 hat insgesamt 150 Resolver. Jedes dieser Resolver ist ein Cluster, das aus mindestens zwei DNS-Load-Balancern und einer Anzahl von Resolvern bestehen, die die eigentliche Auflösung machen. Je nach Standort sind diese Cluster aber auch größer und bestehen aus mehreren Load-Balancern und Resolvern. Bei den großen sind die meistens mit 10 Gigabit angeschlossen, an 150 Standorten oder mehrmals mit 10 Gigabit an 150 Standorten und verteilt ist das Ganze über 90 Länder weltweit. Was Quad9 misst, sind die Anzahl der sogenannten blockierten DNS-Anfragen, das heißt, wie viele Requests werden nicht beantwortet, weil Quad9 oder weil einer der Threat Intel Provider denkt, dass es gefährlich ist, dem Benutzer diese Antwort zu geben, und das sind 90 Millionen. Andere Resolver sagen dann immer, wie viele Benutzer sie haben. Das ist was Quad9 nicht weiß, weil sie keinerlei IPs locken und so auch nicht zählen können, wie viele Unique IPs es gibt oder wie viele Nutzer es schätzungsweise gibt. Und auch die Anzahl der Requests, die werden eigentlich nicht genau gelockt. Da werde ich auch später noch drauf eingehen. Aber wichtig ist eigentlich zu wissen, es gibt 150 Standorte. Die sind eigentlich alle gleich konfiguriert und eigentlich weiß Quad9 auch nicht, wer schickt den Request, um aufzulösen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, lokale Filter zu machen, basierend auf der IP des Benutzers. Das besteht eigentlich in dem Setup, wie es Quad9 hat, nicht. In der Schweiz ist Quad9 viermal vertreten, nämlich dreimal in Genf, in Lausanne und Zürich am Internet Exchange und auch noch an der Rheintal Internet Exchange, die aber keine reine Schweizer Exchange ist, sondern sowohl in der Schweiz als auch in Liechtenstein, auch in Österreich ist. Deswegen ist sie hier nicht auf der Karte. Auf die Details des technischen Betriebs habe ich leider keine Zeit, heute einzugehen. Deswegen möchte ich noch was zu der Organisation von Quad9 sagen. Quad9 ist seit Februar 2021 eine Stiftung mit Sitz in der Schweiz, in Zürich genauer gesagt. Gegründet wurde der Dienst 2016 in Kalifornien und hat seit 2017 den Dienst öffentlich zur Verfügung gestellt. Die ganzen Assets wurden im Rahmen der Gründung der Stiftung in der Schweiz in die Schweizer Stiftung eingebracht. Das heißt, mittlerweile ist Quad9 eine Schweizer gemeinnützige Stiftung, die auch operativ für den Betrieb des Quad9-Dienstes verantwortlich ist. Die Organisation selbst ist recht klein, es sind momentan weniger als 10 Angestellte. Deswegen müssen der Joschka auch nicht heute einen Talk für Quad9 geben, weil bis jetzt erst nur noch eine Person in Europa ist von Quad9. Die meisten haben einen ISP-Background und wissen, wie man Resolver betreibt und wie man PGP und Anycast macht. Also das sind vor allem Leute, die den Dienst wirklich technisch betreiben. Gegründet wurde Quad9 von IBM, von der Global Cyber Alliance und von dem Package Clearinghouse, PCH. Und das Ziel war damals vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren einen Resolver zur Verfügung stellen, der vor allem vor Cybercrime schützt und gleichzeitig auch die Privatsphäre der Internetnutzer achtet. Es gibt sogenannte Blocklisten-Provider, die
Daten liefern und Quad9 lockt so gut wie keine Daten, werde ich auch noch erzählen, und unterliegt mit dem Sitz in der Schweiz dem Schweizer Datenschutz und da es Dienste für EU-Bürger anbietet, auch der GDPR. Wie finanziert sich Quad9? Das interessiert ja immer bei gemeinnützigen Stiftungen. Wie gesagt, es gibt Stifter und Gründer, die die Stiftung fördern. Es gibt andere Grants, es gibt vor allem Sachspenden, also vor allem die Server sind gespendet. Und es gibt Colocation, Strom und IP-Transit wird meistens von lokalen Internet-Exchanges zur Verfügung gestellt, unentgeltlich. Und es gibt ganz wichtig in letzter Zeit individuelle Spenden. Netzsperren wurden vorhin angesprochen, bevor Quad9 in die Schweiz kam, haben sie geschaut, wie sieht das denn rechtlich in der Schweiz aus? Und es gab zwei Antworten von verschiedenen Bundesämtern, die gesagt haben, als reiner Resolver-Betreiber ist Quad9 weder dem BÜV unterstellt, noch muss es wird es als Fernmeldedienstanbieterin qualifiziert und muss damit die Sperrlisten nach dem Bundesgesetz für Geldspiel ausführen. Das heißt, wer Quad9 nutzt, ist diese Sperren, solange sie auf DNS basieren, nicht los. Filtern ist für Quad9 eine technische Lösung und auch eine Lösung, um die Sicherheit der Internet-User zu verbessern. Das ist sicherlich ein Spannungsfeld. Die Meinung da ist, dass Filtern auf DNS-Ebene funktioniert, wenn das in Übereinstimmung mit den Interessen und dem Einverständnis des End-Users passiert. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen. Der End-User kann sich seinen DNS-Resolver aussuchen und nur wenn die Interessen vom End-User und dem Betreiber gleich sind, funktioniert das Filtern auf DNS-Ebene. Quad9 filtert. Quad9 filtert Malware, Phishing, Stalkware, Spyware, Command and Control Servers und Lookalike Domains. Das Ziel ist wirklich dort, den Internetnutzer vor Schaden zu bewahren. Nicht blockiert wird jeglicher Inhalt, wie zum Beispiel nicht lizenzierte Casinos oder auch so Adult-Filter gibt es bei Quad9 nicht. Woher kommen die Daten? Die Daten kommen von sogenannten Threat Intel Providern. Einer davon ist Switch. AdUseCH ist auch einer. Die meisten anderen haben einen internationalen Fokus und haben deswegen vor allem internationale Threat Intel Feeds, keine lokalen. Das ist jetzt ein Beispiel, wie das aussieht. Das ist ein Phishing gegen die Schweizer Post. Das hat sowohl das Switch-Zert als auch IBM an Quad9 gemeldet. Und wenn ein Quad9-Benutzer diese Seite aufruft, sieht er nicht etwa die Phishing-Seite, wo versucht wird, seine Kreditkarte zu stehlen, sondern er bekommt ein NX-Domain und damit einen Fehler und sieht das Ganze nicht. Das Ganze ist transparent. Auf der Seite von Quad9 gibt es ein Tool, wo man einen Domainnamen eingeben kann und sehen kann, wird dieser Domainname blockiert und wenn ja, wer hat ihn gemeldet. Das war's zum Filtern und zur Sicherheit. Der zweite Aspekt von Quad9 ist Datenschutz im DNS. DNS ist, was Datenschutz betrifft, sehr sensibel, weil alles, was wir im Internet machen, kann man im DNS sehen. Und insbesondere der rekursive Resolver bekommt eigentlich alle Anfragen von einem Benutzer gesendet. Und auch wenn die verschlüsselt sind, kann der rekursive Resolver letzten Endes das Surfverhalten von dem Benutzer einsehen. Und auch wenn er nicht sieht, was für Inhalte gesendet werden, er sieht ja doch, wann geht der Benutzer auf welche Webseite. Und wie lange ist er dort? Deswegen ist Datenschutz wichtig. Was macht Quad9 für den Datenschutz? Das erste sind eigentlich organisatorische Maßnahmen. Datensparsamkeit haben wir heute schon öfters gehört. Quad9 lockt keine IP-Adressen. Das heißt, natürlich braucht man die IP-Adressen, um ein Paket zurückzuschicken. Aber es wird so gut wie ausgeschlossen, dass IP-Adressen jemals auf die Disk geschrieben werden. Also beabsichtigt auf keinen Fall und unbeabsichtigt, was Swapping betrifft, wird auch versuchen zu verhindern, dass das passiert. Quad9 interessiert sich nicht für die Identität ihrer Benutzer. Quad9 hat keine Verträge mit ihren Benutzern. Sie versuchen auch nicht, die Identitäten, die sie nicht kennen, zu irgendwelchen IP-Adressen oder was anderem zu korrelieren. Andere technische Merkmale wie EDS-Client-Subnet werden möglichst so umgesetzt, dass sie wenig Daten sammeln. Und auch Cookies auf der Quad9-Webseite gibt es nicht.
Es gibt aber auch technische Maßnahmen. Das ist, sind vor allem Protokolle, die verschlüsselt sind, wie DOH, DOT, DNS-Crypt, damit die Kommunikation zwischen dem Endbenutzer und dem Resolver verschlüsselt ist. Es geht um QNAME Minimization, dass die höher gelegenen Resolver wie die Root-Server oder die TLD-Server nicht sehen, was für ein Name wird abgefragt, sondern nur, was für eine Domain auf ihrer Ebene wird benutzt. Und auch bei dem Sammeln von Daten, die geteilt werden, ist Datensparsamkeit eigentlich wichtig und es wird aggregiert. Quad9 empfiehlt außerdem, wenn man Quad9 nutzt als Organisation, die Benutzer nicht direkt zu dem Server zu schicken, sondern noch einen Caching-Server vorzuschalten. Das ist sowohl aus Performance-Gründen als auch aus Privacy-Gründen wünschenswert. Aber Quad9 zeichnet trotzdem Sachen auf und das ist zu finden auf der Webseite. Quad9 zeichnet auch, was für Query-Typen empfängt es, wie wird geantwortet, was für ein Protokoll wird genutzt, allein schon um Statistiken zu machen und zu sehen, wie wird der Dienst genutzt. Und es werden eigentlich zwei Sachen aufgezeichnet, die interessant sind für die Threat Intel Provider und das ist auch das, was sie zurückbekommen, nämlich sie bekommen zurück. Wenn ich jetzt eine Phishing-Seite an Quad9 melde, meldet mir Quad9 Statistiken darüber zurück, wie oft wurde diese Phishing-Seite von Quad9-Nutzern aufgerufen, in welcher Region geografisch sind sie und in welchem AS sind sie. Und das ist natürlich Information, die sehr wichtig fürs Herz, um zu sehen, was ist jetzt der Impact von so einer Phishing- oder einer Malware-Kampagne, weil man nur da wirklich sieht, was für eine Auswirkung hat das. Ist das was, was wo niemand draufklickt oder ist das was, wo wirklich Tausende von Benutzern betroffen sind? Quad9 hat ein RFC implementiert und eine Privacy Policy veröffentlicht und zwar nicht nur eine Privacy Policy, sondern gleich drei. Das erste ist eine Privacy Policy für den DNS-Dienst selbst. Dann gibt es eine Privacy Policy für die Quad9-Webseite und für E-Mails, falls man ein Support-E-Mail zu Quad9 schickt. Und das dritte ist noch ein sogenanntes Dokument zu anormalen Bedingungen. Es passiert ja ab und zu, dass DNS-Server gededost werden und dann ist es natürlich leider unerlässlich, dass man schaut, woher kommen diese Angriffe und dann werden natürlich IP-Adressen angeschaut, dass man zum Beispiel gewisse Prefixes blockieren kann, um den DDoS-Angriff zu bekämpfen. Das war's zum Datenschutz. Zusammenfassen möchte ich jetzt noch die Gründe, warum Quad9 überhaupt in die Schweiz gekommen ist. Der erste Grund war eigentlich, alle rekursiven Public Resolver sitzen in der USA. Die saßen alle wie Quad9 oder sitzen immer noch alle wie ursprünglich Quad9 in Kalifornien und dort gibt es eigentlich keinen vergleichbaren Datenschutz. Erst recht nicht, wenn ein Benutzer nicht in den USA sitzt. Die Schweiz hat den Vorteil, dass das klare zivil- und auch strafrechtliche Bestimmungen zum Datenschutz gibt und dass der Schweizer Datenschutz auch Benutzer schützt, die keine Schweizer sind. Es gibt keine große Vergangenheit von Geheimgesetzen und Maulkorberlässen in der Schweiz. Die Schweiz hat einen niedrigen Korruptionsindex. Es gab ein paar Rechtsgutachten, sowohl von Behörden als auch von einem Anwalt der digitalen Gesellschaft, die eigentlich Rechtssicherheit vor allem geschaffen haben und gesagt haben, ja, Quad9 unterliegt den Schweizer Gesetzen. Und die Schweiz hat auch eigentlich gut definierte und funktionierende internationale Amtshilfe. Das wurde zu dem Zeitpunkt der Gründung als eine Stärke der Schweiz gesehen. Aber wie wir jetzt im zweiten Teil sehen werden, hat es leider auch einen negativen Auswirkungen auf Quad9 gehabt. Und damit übergebe ich an dich, Joschka. Vielen Dank, Michael, und auch danke nochmal von mir für die Gelegenheit, hier heute Abend sprechen zu dürfen. Genau, ich übernehme jetzt sozusagen den juristischen Teil und berichte über die Bedingungen, die eingetreten ist, die eigentlich niemand vorhergesehen hat, nämlich dass Quad9 unmittelbar, nachdem sie ihren Sitz in die Schweiz verlegt haben, direkt mit einem Rechtsstreit aus Deutschland überzogen wurde. Und das hat begonnen im März 2021, also wirklich unmittelbar nach dem Umzug. Und dieser Rechtsstreit, der hat es in sich, denn der hat nicht nur für Quad9 ganz erhebliche Konsequenzen, sondern es geht hier unserer Ansicht nach um einen Präzedenzfall, der auch für andere offene rekursive Resolver in Europa und für deren Nutzer weltweit zu ganz erheblichen Einschränkungen führen kann.
Ich werde jetzt also in meinem Teil des Vortrags schildern, worum es bei diesem Rechtsstreit geht und warum wir, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, Quad 9 und andere, denken, dass dieser Fall von grundsätzlicher Bedeutung ist. Dazu werde ich dann die rechtlichen Hintergründe so ein bisschen erläutern, um zu verstehen, wie es überhaupt dazu kommen kann, und dann in einem kurzen Ausblick irgendwie schildern, wie es weitergehen könnte. Also zunächst, worum geht es überhaupt? Das ist ja der Titel dieses Talks, rekursive Resolver als Ziel von Urheberrechtsinhabern. Man sieht hier oben, es ist ein Rechtsstreit zwischen Sony Music Deutschland und Quad 9. Und zwar handelt es sich hier um ein einstweiliges Verfügungsverfahren, das heißt eigentlich ein Eilverfahren, in dem Sony Music vor dem Landgericht Hamburg den Erlass einer einstweiligen Verfügung beantragt hat, mit dem Inhalt, dass Quad 9 eine Netzsperre für eine File-Sharing-Website einrichtet, auf der angeblich Urheberrechte von Sony verletzt werden. Was wirft Sony Quad 9 dann also konkret vor? Also die Begründung dieses Antrags lautete, dass Quad 9 durch die Auflösung des Domainnamens dieser File-Sharing-Webseite dazu beitragen würde, dass Urheberrechte von Sony verletzt werden. Konkret geht es also darum, dass es diese File-Sharing-Webseite A gibt, die enthält Links, also nicht mal die Inhalte selbst, auf eine, die Website eines Sharehosters B, und wird von Quad 9 eben wie jeder andere Domainnamen auch aufgelöst. Quad 9 hat also keinerlei Kenntnis von den Inhalten, die dort gehostet werden, und natürlich auch keine Kenntnis davon, ob dort irgendwelche rechtsverletzenden Inhalte hochgeladen werden, die jetzt vielleicht eigentlich Sony Music gehören. Das Landgericht Hamburg hat diese einstweilige Verfügung jetzt im März erlassen und im Herbst durch Urteil bestätigt. Derzeit ist die Berufung vor dem Oberlandesgericht Hamburg anhängig. Das Ganze zieht sich jetzt seit knapp 11 Monaten, hat immer noch den Charakter eines Eilverfahrens trotzdem. Das heißt, da ist erstmal beim Oberlandesgericht Schluss und dann geht es nicht weiter. Wir gehen aber davon aus, und das hat Sony auch in der Verhandlung gesagt, dass auch die davon ausgehen, dass es so eine grundsätzliche Bedeutung hat, dass sich danach noch ein Hauptsacheverfahren anschließen wird. Das heißt, es geht dann nochmal von vorne los, unabhängig vom Ausgang dieser oberlandesgerichtlichen Entscheidung, mit dem vollen Instanzenzug, Landgericht, Oberlandesgericht, Bundesgerichtshof und vielleicht Europäischer Gerichtshof oder Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte, je nachdem, was dann das Ergebnis sein wird. Genau. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, das sind wir. Dazu vielleicht noch ein kurzes Wort, was unsere Rolle eigentlich in diesem Verfahren ist. Wir koordinieren die Rechtsverteidigung. Das heißt, wir unterstützen Quad 9 finanziell, wir unterstützen sie rechtlich und wir machen auch Öffentlichkeitsarbeit, denn das ist Teil dieser strategischen Prozessführung. Das heißt, wir versuchen auch sozusagen dieses strukturelle Problem dann so ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen, um klarzumachen, worum es hier eigentlich geht. Nächstes Slide bitte, Michael. Danke. Genau. Und warum denken wir, dass dieses Verfahren von so einer grundsätzlichen Bedeutung ist? Einerseits geht es hier um die rechtliche Kernfrage, und das ist ein Präzedenzfall, also eine ungeklärte Rechtsfrage, nämlich haften offene rekursive Resolver für Urheberrechtsverletzungen Dritter, also für Nutzungshandlungen, mit denen sie eigentlich relativ wenig zu tun haben, also von denen sie vergleichsweise weit entfernt sind. Die mittelbaren Konsequenzen dieses Rechtsstreits sind dann die, dass Quad 9 als unbeteiligten Dritten eigentlich erhebliche Kosten drohen und Risiken, weil eben die Auseinandersetzung, die eigentlich zwischen den Rechtsverletzern selbst und den Rechtsinhabern stattfinden sollte, eben auf Dritte abgewälzt wird. Und wegen dieser erheblichen Kosten besteht die Gefahr, oder für andere unabhängige Dienste, dass sie sich häufig gar nicht erst verteidigen werden können. Und das hätte dann zur Folge, dass wenn zukünftig Rechteinhaber Sperrungen verlangen, Unternehmen wie Quad 9 dann sowas einfach auf Zuruf umsetzen müssten und zu einer gerichtlichen Überprüfung der Voraussetzungen so einer Sperre überhaupt gar nicht mehr kommen würde. Und wir denken, dass es durchaus Taktik von Sony Music ist, sich gezielt gegen Quad 9 zu wenden und eben nicht gegen die Betreiber anderer rekursiver Resolver, wie zum Beispiel eben von Google und Cloudflare, die eben über auch eine entsprechend gut gefüllte Kriegskasse verfügen, um hier erstmal sozusagen einen günstigen Präzedenzfall zu erstreiten und dann mal zu schauen, wie es vielleicht weitergeht. Das Ganze kann auch negative Auswirkungen auf den Standort Schweiz und die EU haben für Dienste wie Quad 9, die eben bestimmt den Fokus auf Datenschutz legen, weil es eben ihnen verunmöglicht werden könnte, ihre Dienste hier aus Europa anzubieten, wenn ständig das Risiko einerseits von Rechtsstreiten droht, die mit erheblichen Kosten verbunden sind, oder sie aber dann vor der Alternative stehen, einfach Netzsperren einzurichten, wenn die Rechteinhaber das verlangen. Das Ganze steht dann noch mit zwei größeren problematischen Trends im Zusammenhang. Also offene rekursive Resolver bieten, wie Quad 9 oder Quad 9 bietet, den Dienst weltweit einheitlich an. Das heißt, wenn sie so eine Sperre umsetzen, betrifft das erstmal alle Nutzer
und Nutzerinnen weltweit. Das heißt sozusagen, wenn ein deutscher Rechteinhaberverband daherkommt und sagt, das verletzt deutsches Urheberrecht, führt das dazu, dass die Webseite für jedermann nicht mehr zugänglich ist. Und das andere ist dass es sozusagen so einen Trend privater Rechtsdurchsetzung befördert, wenn am Ende eben keine Gerichte mehr darüber entscheiden, sondern die Resolver dazu gezwungen werden, sowas einfach umzusetzen. Nächste Slide bitte. Genau. Wie ist die Lage für Quad 9, also jetzt gerade in dem Moment ganz konkret? Also die einstweilige Verfügung ist in Kraft. Das heißt, Quad 9 ist dazu verpflichtet, diese Netzsperre umzusetzen. Quad 9 tut das auf freiwillig und auf eigene Kosten geografisch begrenzt. Also die Kognitionsbefugnis dieses deutschen Gerichts ist erstmal nur auf Deutschland begrenzt. Das Einfachste wäre aber sozusagen für Quad 9, das im Rahmen ihrer DNS-Filterung auch als Filterung, wie sie es auch für die Sicherheitsbedrohung tun, umzusetzen. Das machen sie nicht, weil das gerade nicht im Interesse der Nutzer ist, dass die Erreichbarkeit der Inhalte eingeschränkt wird. Quad 9 tut das sozusagen, indem sie auf eigene Kosten das System eingerichtet haben, das jetzt prüft, ob Anfragen, so gut das eben möglich ist, irgendwie dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zugeordnet werden können und dann solche Anfragen mit entsprechenden Sperrbefehlen beantwortet. Parallel verteidigt sich Quad 9 eben gegen die einstweilige Verfügung und versucht, diese rückgängig zu machen. Und das ist, wie ich eben schon angeschnitten habe, mit erheblichen Kosten verbunden. Der Streitwert dieses Verfahrens, es geht ja konkret um 3 Musikalben, der beträgt 100.000 Euro und dafür entstehen dann in jeder Instanz allein an gesetzlichen Verfahrenskosten eine 5-stellige Summe und das wird dann noch in höheren Instanzen, kann das deutlich teurer werden, wenn dann Sachverständigengutachten hinzukommen und man dann auch noch vor Bundesgerichten spezielle Prozessvertretung braucht. Das heißt, sollte sich das jetzt über irgendwie, was sein kann, 5 bis 6 Instanzen ziehen, dann droht im Fall des Unterliegens ein Kostenrisiko von einem 6-stelligen Betrag. Das heißt also, Quad 9 geht hier im Interesse der Nutzerinnen erhebliche Risiken ein, denn das muss man sich nochmal vor Augen führen. Das Einfachste wäre gewesen, einfach zu sagen, wir setzen diese Sperranforderung um und das war's. Nächste Slide bitte. So, jetzt zur Frage der Amtshilfe und endlich so ein bisschen steigen wir in gerichtliche Tiefe ein. Warum darf eigentlich das Landgericht Hamburg darüber entscheiden, was Quad 9 in der Schweiz zu sperren hat und was nicht? Das liegt am Lugano-Übereinkommen. Das heißt, vollständig Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen und soll quasi dazu führen, dass EU-Urteile gleichermaßen in den Vertragsstaaten des Lugano-Übereinkommens der Schweiz, Norwegen und Island umgesetzt werden und gleiche Wirkung erhalten. Grundsätzlich gilt danach erstmal, dass eigentlich alle Personen, also auch juristische Personen, da zu verklagen sind, wo die auch ihren Sitz haben. Das wäre die Schweiz. Es gibt aber auch einen besonderen Gerichtsstand für unerlaubte Handlungen. Also wenn ich jetzt irgendwie in Zürich eine Fensterscheibe einschmeißen würde, dann, ich sitze in Berlin, dann dürfte ich auch in Zürich verklagt werden, weil da eben die Fensterscheibe kaputt gegangen ist. Hier geht es jetzt darum, die Frage, das behauptet Sony zumindest, wo ist dieses Musikalbum, wo ist diese Webseite abrufbar? Und da gibt es diesen fliegenden Gerichtsstand bei Rechtsverletzung im Internet. Das heißt sozusagen, die Rechtsverletzung tritt überall dort ein, wo ich so eine Rechtsverletzung bestimmungsgemäß abrufen kann. Diese File-Sharing-Website ist auf Deutsch. Das heißt, man kann jetzt vertreten, dass man deswegen überall in Deutschland, wo man das abrufen kann, klagen kann. Und auch hier hat Sony Music sich gezielt fürs Landgericht Hamburg entschieden, weil die notorisch bekannt sind für sehr konservative und rechteinhaberfreundliche Entscheidungen. Also sozusagen, das ist klar eine strategische Wahl und das macht auch die Rechtsverteidigung da deutlich schwerer. Nächstes Slide bitte. Genau, nochmal ganz kurz zum Hintergrund, nämlich die Rechtslage in Deutschland unterscheidet sich so ein bisschen von der in der Schweiz. Und zwar ist es nach deutschem Recht leider so, dass es möglich ist, Netzsperren gerichtlich anordnen zu lassen gegen Access Provider wie die Internetzugangsanbieter. In den USA und der Schweiz gibt es so eine Rechtsgrundlage für gerichtliche Anordnung gegen Internetzugangsanbieter dagegen nicht. Das Schweizerische Bundesgericht hat 2019 sogar entschieden, dass Access Provider ausdrücklich nicht dafür haften, dass Dritte über eine Webseite Urheberrechtsverletzung begehen. Wie gesagt, in Deutschland ist es leider anders. Hinzu kommt noch ein weiterer bedenklicher Trend, nämlich das ist die Gründung der CUI. Das ist diese Abkürzung, die da oben steht. Das steht für Clearingstelle Urheberrecht im Internet. Das ist ein Zusammenschluss der großen ISPs in Deutschland mit den großen Rechteinhaberverbänden, also die Deutsche Telekom, Vodafone und so weiter vereinbaren dann mit der Fußballliga, Motion Picture Association und dem Bundesverband Musikindustrie und sowas, dass jetzt diese ISPs Netzsperren freiwillig umsetzen, wenn die Rechteinhaber das verlangen. Das heißt, die Rechteinhaber kommen dann zur CUI und sagen, hier gibt es eine Website XY, das verletzt unsere Urheberrechte und dann setzen die ISPs das freiwillig um. Also das ist ein ziemlich doofer Trend, das so platt zu sagen. Die Folge ist aber, dass diese Netzsperren, die ISPs über ihre eigenen rekursiven Resolver umsetzen, relativ leicht umgangen werden können, beispielsweise indem man einen anderen rekursiven Resolver einträgt, den von Quad9 zum Beispiel. Und die Domain,
Und die Domain, um die es hier in diesem Rechtsstreit geht, das ist auch die erste, die von der CUI gesperrt wurde. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Also das ist aber so ein konzertiertes Vorgehen, kann man, glaube ich, einfach so sagen. Genau. Hier nochmal ganz kurz sozusagen, bevor ich es rechtlich einordne, die Konstellation. Also es geht darum, dass Sony die Sperrung einer Website A verlangt, auf der sich Links zu Tonaufnahmen befinden. Und diese Website B, also auf diese Website laden dritte Tonaufnahmen hoch und ein weiterer dritter teilt den Link auf diese Website. Das heißt, wir haben sozusagen zwei urheberrechtlich relevante Nutzungshandlungen. Einmal die Person, die diese Inhalte auf die Website B hochlädt und die andere Person, die den Link auf die Website A setzt. Und der Vorwurf an Quad9 lautet jetzt, durch die Auflösung des Domainnamens würde Quad9 zu Urheberrechtsverletzungen beitragen. Aber man sieht sozusagen, es gibt eigentlich zwei Täter, die näher dran sind. Es gibt zahlreiche andere Akteure. Es gibt den Host-Provider bei der Webseiten. Es gibt irgendwo ein Registry und es gibt auch irgendwie ein Registrar. Und alle stehen irgendwie noch in vertraglichen Verbindungen zu dieser File-Sharing-Website. Quad9 ist sozusagen so der letzte Layer ganz weit unten, hat zu nichts von dem Kontakt, weiß von nichts und wird trotzdem in Anspruch genommen. Und wie kann das sein? Das ergibt sich aus der nächsten Slide. Das ist das Konzept der Störerhaftung. Das ist so eine deutsche Spezialität. Und zwar haben wir sozusagen drei verschiedene Grade von Haftung. Also es haften Täter, das sind diejenigen, die eine Rechtsverletzung selbst begehen. Es haften Teilnehmer, die das ermöglichen, wissentlich und die müssen auch Kenntnis von dieser Rechtsverletzung haben. Und dann gibt es noch den Störer, und das lese ich mal einmal ganz kurz vor. Störer ist, wer ohne Täter oder Teilnehmer zu sein, in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal zur Verletzung des geschützten Rechts beiträgt, wofür auch die Unterstützung oder die Ausnutzung der Handlung eines eigenverantwortlichen Dritten genügen kann, sofern der in Anspruch genommene die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Man sieht, das ist also ein total weitreichender Tatbestand, und eben aus diesem Grund war die Anwendung der Störerhaftung auf Internetsachverhalte auch seit Jahren in der Kritik in Deutschland. Und irgendwann, 2017, hat dann der Gesetzgeber immerhin die Störerhaftung für Access Provider eingeschränkt durch eine Haftungsprivilegierung im Telemediengesetz. Das dient der Umsetzung der E-Commerce-Richtlinie. In der Schweiz gibt es, glaube ich, vergleichbare Vorschriften, die nicht auf der E-Commerce-Richtlinie basieren. Das ist eine EU-Norm, in der jetzt eindeutig klargestellt ist, dass Access Provider ausdrücklich nicht mehr auf Schadensersatz, Beseitigung oder Unterlassung, also auch nicht als Störer haften. Die Störerhaftung ist nämlich wegen ihres weitgehenden Tatbestands auf Unterlassung begrenzt. Das heißt, man kann keinen Schadensersatz verlangen, aber Unterlassung mit den entsprechenden Kostenfolgen, die ich davor gerade erwähnt hatte. Nächste Slide, bitte. Genau, neben dieser einfachrechtlichen Ebene geht es aber auch um die ganz grundsätzliche Frage, wie beeinträchtigen Netzsperren die Grundrechte? Und zwar vor allem, wie muss man das gewichten, das Eigentumsgrundrecht von Sony, nämlich das geistige Eigentum, gegen die Meinungs- und Informationsfreiheit der Internetnutzerinnen und die Berufsfreiheit von Quad9? Der EuGH hat dazu entschieden, dass man das alles in so einer Gesamtabwägung zusammenwerfen muss. Also hat dann gesagt, DNS-Sperren müssen verhältnismäßig sein und die Nutzerinnen müssen einen effektiven Rechtsbehelf haben, um die Sperre gerichtlich angreifen zu können. Beides ist unserer Meinung nach bei Quad9 nicht der Fall. Einerseits, weil diese DNS-Sperren extrem leicht zu umgehen sind. Diese Domain, um die es geht, die gibt es mittlerweile auch unter zahlreichen anderen Domains. Das heißt, es haben wir eine sehr begrenzte Wirkung, der auf der anderen Seite ein erheblicher Eingriff in die Meinungsfreiheit gegenübersteht, weil eben diese Website vollständig mit allen Inhalten gesperrt wird und eben nicht nur gezielte Urheberrechtsverletzungen und Nutzerinnen keine Möglichkeit haben, das gerichtlich geltend zu machen, obwohl der EuGH das als klare Voraussetzung formuliert hat, weil die Nutzerinnen eines offenen rekursiven Resolvers zu dem in keinerlei vertraglichen Beziehung stehen. Das heißt, sie können jetzt auch nicht zu dem gehen und sagen, ich habe jetzt einen Anspruch darauf, dass du irgendwas nicht sperrst, sondern wir müssen den Dienst halt so nehmen, wie er ist. Und das argumentieren wir so auch vor dem Gericht. Nächste Slide, bitte. Nochmal ganz kurz deswegen zusammengefasst, was wir da so im Wesentlichen vortragen und warum wir denken, dass das Landgericht Hamburg da im Unrecht ist. Nämlich einerseits, rekursive Resolver sollten jetzt oder fallen jetzt schon unter die Haftungsprivilegierung des Telemediengesetzes. DNS-Sperren sind unverhältnismäßig im Bezug auf die Grundrechte. Und schließlich, eine Haftung darf allenfalls dann in Betracht kommen, wenn zuvor sämtliche Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, gegen die tatnäheren Beteiligten vorzugehen, um wirklich eine Löschung dieser Inhalte zu bewirken und eben nicht irgendwie den Zugang viel zu breit zu sperren. Und das ist sozusagen der kleine Erfolg, den wir in diesem ersten Entscheidung errungen haben, ist, dass das Landgericht Hamburg uns wenigstens da Recht gegeben hat und auch gesagt hat, dass Sony zunächst gegen alle tatnäheren Beteiligten vorgehen muss. Und jetzt streiten wir uns, ob Sony dafür genug getan hat bislang. Das ist sozusagen der Stand jetzt. Nächste Slide, bitte. Genau. Ich habe eingangs schon, glaube ich, das meiste erläutert, warum wir diesen Fall von Quad9 für so einen wichtigen Präzedenzfall halten. Und mit Blick auf die Zeit beschränke ich mich, glaube ich, nur noch auf einen Punkt, den ich nicht genannt habe, nämlich die Frage, was passiert eigentlich, wenn das Landgericht oder das Oberlandesgericht jetzt entscheidet,
dass Quad9 auch als Störerin haftet. Und wir denken, dass das sozusagen der Ausweitung der Störerhaftung auf weitere Dienste Vorschub leistet, weil sozusagen, wenn jetzt die DNS-Resolver die nächsten in der Kette sind, gehen wir davon aus, dass die Rechteinhaber auch gegen die weiteren Beteiligten, die ebenfalls die Möglichkeit hätten, rein theoretisch Urheberrechtsverletzungen, mit denen sie nichts zu tun haben, zu verhindern. Das heißt zum Beispiel Browserbetreiber oder Hersteller von Antivirensoftware, alle diejenigen, die eigentlich nichts davon wissen, was irgendwie Dritte anstellen, die dann auch mit entsprechenden Kostenfolgen in Anspruch genommen werden könnten. Genau. Und jetzt geht es folgendermaßen weiter, dass wir die Rechtsverteidigung sozusagen mit Quad9, die das auch aus Prinzip machen, bis zum bitteren Ende betreiben werden. Das heißt, wir werden das wird sich schlimmstenfalls noch ein paar Jahre hinziehen. Wir machen das aber in einer relativ breiten Koalition, auch von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Das komme ich gleich nochmal ganz kurz dazu. Und die EU, da haben wir es auch geschafft, dieses Thema so ein bisschen auf die Agenda zu setzen. Also im Digital Services Act haben wir es geschafft, dass immerhin die Position des Rates jetzt in den Erwägungsgründen DNS-Resolver ausdrücklich als potenziell haftungsprivilegiert benennt. Und auch die Position des Europäischen Parlaments ist es, die ist so ein bisschen weicher, aber die sagt das zumindest, dass das auch technische Hilfsdienstleistungen von Access-Providern privilegiert sind. Wir gehen davon aus, dass das auch DNS-Resolver einschließt. Wir informieren auf unserer Seite freiheitsrechte.org relativ regelmäßig über dieses Verfahren. Quad9 tut das auch über größere Verfahrensschritte. Das heißt, wenn ihr da mehr erfahren wollt, könnt ihr das auf den beiden unten genannten Webseiten abrufen. Und dann komme ich jetzt zur nächsten Slide. Nämlich, es gibt bereits eine breite Unterstützung für das Verfahren. Das sind wir einerseits. Das ist aber auch der ECHO und die Stiftung Mercator Schweiz. Die sind die Parteien, die das finanziell unterstützen. Das reicht aber immer noch nicht, um die Verfahrenskosten für dieses Verfahren vollständig zu decken. Das heißt, Quad9 freut sich sowohl über Geldspenden. Eine andere Möglichkeit ist es aber auch, sich mit Supportbriefen zu beteiligen, um eben auch entsprechende öffentliche Aufmerksamkeit für dieses Problem zu erzeugen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Gelegenheit, hier zu sprechen, für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragen. Jo, das Ding ist, wir haben nicht wirklich Fragen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind die schon alle im Bett oder so. Es gibt einen Kommentar von Tobias, der sagt, auf Basis der Störerhaftung wurden ja auch offene Wi-Fis lange Zeit in Deutschland quasi unmöglich. Das ist so. In der Schweiz ist es ähnlich, wenn auch auf anderer rechtlicher Grundlage. Aber das hilft jetzt nicht so weit, so richtig weiter in Terms of Fragen. Ne? Also Leute, fragt mal im Chat. Solange frage ich was. Und zwar erstmal, also ganz zum Anfang zurück, Quad9, okay, ich meine, das kostet ja was und das wird jetzt bezahlt von Spenden und zum Beispiel IBM steht immer groß dabei. Warum machen solche Firmen das? Was haben die davon? Ist das reine Philanthropie oder ist das, gibt es Interessen an Quad9, kommerzielle? Soll ich das gerade beantworten? Das, ja. Also IBM zum Beispiel, den größten Asset, den IBM eingebracht hat, ist eigentlich die Internetadresse 9.9.9.9 oder das dazugehörige Slash 24. Das hat IBM jetzt nicht so viel gekostet. IBM unterstützt Quad9 aber auch finanziell. Und der Nutzen, den IBM eigentlich daraus zieht, ist, dass sie eigentlich global eine Sicht auf diese Threat-Intel-Daten bekommen. Das heißt, das Sicherheitsteil von IBM sieht, wir haben hier ein Botnet und Quad9 kann Ihnen sagen, in welchen Teilen der Welt ist das Botnet aktiv und wie aktiv ist es überhaupt. Und das ist der Grund, warum Threat-Intel-Provider die Daten gratis an Quad9 abgeben. Viele von denen sind kommerzielle Firmen, die die Daten sonst eigentlich verkaufen. Okay, das bringt mich zu der zweiten Frage. Also wenn ich es richtig verstanden habe, wird ja schon das jeweilige AS gelockt von der Anfrage. Ne? Also so ganz anonym ist es dann doch nicht, je nachdem, wie groß das AS ist. Das denn vor allem kann man sehr gut sehen, wenn man jetzt IOCs haben, die gezielt auf einen Threat Actor, den man kennt, zuordnenbar sind, welches AS ist davon betroffen. Und es gibt, wie gesagt, Firmen, da ist ja das Interesse einzig und allein, okay, welche Firma ist davon betroffen, welche Region, welche Nation. Und das sind Daten, die sind sichtbar, aber sie sind nur sichtbar letzten Endes für denjenigen, der diese
Thread-Intel-Information liefert. Okay, jetzt habe ich, ja, jetzt kommt die erste Frage rein. Ich stelle trotzdem noch mal eine eigene kurz. Und zwar, ich meine, es war vorhin die Rede davon, dass das Quad 9 in ungefähr 90 Ländern aktiv ist, oder? Jetzt, wie kann denn das sein, dass in 90 Ländern das legal funktioniert? Ich meine, in diesen Ländern gibt es ja auch Regierungen überhaupt, wie funktioniert das überhaupt, dass von staatlicher Seite Quad 9 da keine Bedürfnisse erfüllen muss? Ist das, wieso ist das legal möglich? Also wenn jetzt ja der DNS-Resolver des Internet-Providers das tun muss, wieso muss Quad 9 das nicht tun? Also ich kann es vielleicht für die Schweiz beantworten, Joschka dann generell. Quad 9 hat ja, bevor sie in die Schweiz gekommen sind, geklärt, was für Gesetze sind für uns relevant. Und da Quad 9 ja keinen Internetzugang zur Verfügung stellt, fallen sie nicht unter das Telekommunikationsgesetz. Im Geldspielgesetz ist ausdrücklich erwähnt, dass nur die Internet-Service-Anbieter die Sperren umsetzen müssen. Und die Tatsache, dass die Sperren auf Resolvern umgesetzt werden, die nicht nur vom ISP betrieben werden können, sondern auch von Dritten, das haben die meisten Gesetzgeber wahrscheinlich einfach verschlafen. Okay, und das funktioniert so plus minus für alle 90 Länder? Ja, es ist ja sozusagen, man muss ja auch so ein bisschen, also einmal kann man ja die Fragen trennen sozusagen von dem technischen Betrieb und der rechtlichen Verantwortlichkeit auch. Also sozusagen, das wäre zumindest, ich kann es nicht für alle Rechtsordnungen beantworten, es gelten aber durchaus unterschiedliche Anforderungen sozusagen für den technischen Betrieb so einer Infrastruktur in dem einen Land und die rechtliche Verantwortlichkeit des Unternehmens in dem Sitzland. Das heißt sozusagen, es bindet natürlich nicht irgendwie die davon, also es bindet sie nicht vollständig davon, irgendwie die Normen einzuhalten, die jeweiligen nationalen, aber eben zum Teil. Zumindest wäre das so nach deutschem Recht. Ich kann es halt nicht für alle anderen Rechtsordnungen beurteilen. Okay, das ist spannend. Okay, dann lese ich mal eine Frage vor hier von Daniel, der fragt, ist in der Schweiz auch schon ein Prozess absehbar? Also können wir, glaube ich, beide beantworten. Ich glaube, nein. Also bislang ist auf jeden Fall nichts eingegangen und es wäre auch, das denken wir zumindest, rechtlich vollkommen aussichtslos, nach schweizerischem Recht zu klagen. Also weil das schweizerische Bundesgericht in Bern hat relativ eindeutig entschieden, die haben gesagt, Access Provider haften nicht, weil sie halt in der Handlungskette so weit hinten stehen. Und das muss dann sozusagen mindestens auch für die DNS-Resolver gelten, die sozusagen noch weiter in der Handlungskette hinten stehen oder aber eben sozusagen so ein bisschen die Teil der Funktion eines Internet-Service-Providers wahrnehmen und aus dem Grund vielleicht auch unmittelbar von dieser Entscheidung betroffen werden. Das heißt sozusagen, Sony hat sich in dem Fall wirklich gezielt ausgesucht, in Deutschland zu klagen, wo sie halt gesehen haben, da sind die Erfolgsaussichten wahrscheinlich vergleichsweise groß. Okay. Gut. Noch eine Frage von Bina. Skyen, S-C-I-O-N, kennt ihr das und wird das von euch unterstützt? Kennt ihr das und was hat das mit DNS zu tun, falls ihr das unterstützt? Also ich kenne es, Switch ist einer der Unterstützer von Scion. Scion ist eine alternative Internetstruktur, die vor allem die Sicherheit im Fokus hat, aber auch den Datenschutz. Scion ermöglicht es, also Scion verhindert Angriffe, die über BGP kommen. Das DNS ist in Scion auch anders abgesichert. Es ist eine Technologie, die wesentliche Schwächen des Internets versucht zu beheben. Aber es hat mit DNS jetzt direkt nicht unbedingt was zu tun, oder? Das ist eine grundlegendere Technologie, die, denke ich, auch an BGP vorbeigeht und was ganz anderes macht, oder? Richtig, es ist eine grundlegende neue Architektur für ein besseres Internet und ersetzt sowohl die Schwachstellen oder behebt die Schwachstellen, die das Internet im Routing hat, als auch die Schwachstellen, die das Internet im DNS hat, wie das DNS nicht verschlüsselt ist, dass es von jedermann einsehbar ist. Okay, ja, 2 Minuten haben wir noch knapp. Tut mir leid, ihr kommt jetzt hier in so eine Erklärbär-Support-Rolle rein, kann ich nichts für, das sind die Fragen. Die nächste ist, ich versuche mir gerade einen Überblick von bekannten DNS-Resolvern zu verschaffen. Wisst ihr zufällig, wer 4.4.4.4 betreibt? Das ist Cloudflare, oder? Cloudflare ist 1.1.1. Ach so.
Also ich weiß es nicht aus dem Kopf. Dann müsste ich jetzt auch nachschauen. Ja, okay, also googelt das, Leute. Google hilft da. Okay, das war's mit den Fragen. Ich hab echt nur eine Verständnisfrage, und zwar das mit dem Juristischen. Also habe ich das richtig verstanden, dass die Internetprovider selber, dass die nicht gezwungen werden könnten, das Abrufen von urheberrechtsgeschützten Inhalten zu verhindern? Weil sonst könnte man ja argumentieren, ihr müsst was auf Routing-Ebene machen, das funktioniert dann auch viel zuverlässiger, so das China-Modell. Jein. Also die können schon dazu gezwungen werden, aber unter anderen Voraussetzungen und anderen Kostenfolgen vor allem. Und die haben sich dagegen auch mit Zähnen und Klauen gewehrt, bis jetzt halt irgendwie bis auf dieses dusselige private Rechtsdurchsetzungsmodell eingegangen sind. Das heißt, vorher hat das eigentlich nicht stattgefunden, sozusagen, bis sie jetzt halt sich auf diese private Rechtsdurchsetzungsfrage einfach verlagert haben. Ein bisschen ungünstig leider. Okay. Ja, gut, die Fragen sind alle. Die Zeit ist um. Ich bedanke mich für diesen sehr, sehr spannenden Talk. Das war wirklich sehr interessant. Einerseits die technische Seite in Verbindung mit der rechtlichen Seite, die ja deutlich komplizierter als die technische ist, scheint mir. Das war wirklich super interessant. Auch bei den Fragenden nochmal herzlichen Dank. Und jo, ich wünsche allen einen schönen Abend. Ach ja, genau, ihr seid noch im Big Blue Platinum-Room für Leute, die da noch mit euch reden wollen. Aber wenn ihr Leute in 10 Sekunden da nicht auftaucht, dann sind die Jungs wahrscheinlich wieder weg.